Liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich als Anton Stieger möchte Ihnen mitteilen, dass es mir ein Herzanliegen ist, Frieden auf Erden zu haben oder Frieden in Europa zu behalten. Ich richte aus diesem Grund einen Friedensappell an Sie, Ihren Verstand, Ihr Herz, aber noch viel mehr an Ihre Seele, an Ihr Überbewusstsein. Und zwar warum? Es brauen sich dunkle Wolken zusammen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren nicht kannten, und es wird buchstäblich auf einen dritten Weltkrieg hinaus gearbeitet. Es wird überall schon davon geredet, und Sie wissen alle, liebe Damen und Herren, wie wichtig es ist, wenn man Gedanken und Gedankenkontrolle haben kann oder was für Kräfte Gedanken ausüben, früher oder später. Und genau aus diesem Grund appelliere ich an Sie. Denn wenn nach den Umfragen entsprechend der größte Teil von Europäern Angst hat vor Krieg, vor einem Überfall von Russland, so könnte es genau dieser springende Punkt ja sein, dass da was losgeht, weil geistig gesehen die Gesetze eher funktionieren als über den Verstand, ohne dass jemand weiß, warum es so war oder warum es so gekommen ist. Etwas muss man vielleicht dazu sagen. Amerika steht im Mittelpunkt der Kriegstreiberei und es hat sogar Interesse daran. Und gerade bei den letzten Präsidentwahlen haben Sie ja selber bemerkt, dass nun dieser Donald Trump dreimal gesagt hat, man sollte schauen, mit den Russen und dem russischen Volk im Guten zu sein, mit ihnen Verträge abzuschließen oder Geschäfte zu machen. Das finde ich clever und vielleicht die bessere Idee als die von Hillary Clinton geäußerte Meinung, wenn die nicht spuren, nicht so tun, wie wir wollen, so werden wir sie halt überfallen. Oder sie müssen sich uns unterordnen. Stellen Sie sich mal vor, was ist das für eine Aussage von einer Republikanerin oder sprich von einer Frau, die von einer demokratischen Union oder Demokratie gewählt werden sollte. Ein Horrorszenario, Russland zu überfallen. Das haben verschiedene schon versucht. Napoleon, später Hitler, und das wird sich nicht lohnen. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist einfach, dass man eine Kriegshetze treibt und damit die Leute falsch programmiert und manipuliert. Stellen Sie sich mal vor, geschichtlich, was alles da schon eigentlich schief gelaufen ist auf unserem Planeten. Schauen Sie mal die Geschichte zurück an. Oft sieht es einfach wie ein Geschichtsbuch aus, mit so und so viel 100.000 Toten oder Millionen Toten. Wer kümmert sich darum? Aber wissen Sie, wir stehen mitten im Leben, mitten in der Geschichte und es könnte jederzeit wieder passieren, in noch dramatischerem Ausmaß. Sowas darf nicht mehr geschehen. Amerika steht da nicht mit einer weißen Weste da. Sie spielen sich immer auf als eine Demokratie, der Superlative, die allen Menschen gut gesinnt ist. Aber schauen Sie mal Ihr Leistungsheft an. Schon über 150 Kriege hat diese Nation vom Zaun gebrochen, weil es der Politik nicht gepasst hat oder diesen verschiedenen Wirtschaftsmächten innerhalb dieser Lobbyisten von Amerika, dass gewisse Staaten sich abkoppelten von der USA oder nicht zuließen, dass USA oder die Nation Amerika sie ausbeutete, ohne etwas zu zahlen. Unzählige Dutzend Staaten in Mittel- und Lateinamerika mussten das am eigenen Leib erleben. Oft waren nicht USA-Kämpfer dort oder Soldaten, sondern bezahlte Söldner der USA oder CIA. Also kein absolut gutes Leistungsverzeichnis. Und nun steht Europa unter dem Druck und dem Diktat der USA, zusammen mit der NATO, Russland einzukreisen, buchstäblich einzukesseln. Und das kommt nicht gut, das wird gefährlich.
Die große ehemalige UdSSR hat sich damals beim Zerfall extrem verkleinert. Viele Staaten sind autonom geworden oder haben sich nun auf ihr nationales Bewusstsein berufen, somit unter auch die Ukraine. Was da gelaufen ist, möchte ich nicht im Detail eigentlich erklären, das haben Sie auch aus Zeitungen oder Berichten herauslesen können. Aber eines muss gesagt werden, Russland hat durch diese Trennung von der Ukraine eigentlich nicht die besten Karten mehr gehabt, denn der Zugang zum Schwarzen Meer, das praktisch immer eisfrei ist, ist plötzlich verschlossen gewesen. Und es ist ein ganz klares nationales Interesse, dass die ans Meer wollen, vielleicht auch wirtschaftlich müssen. Und dann gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die nicht sauber waren, eben einen Teil der Ukraine abzuspalten. Da war nicht alles gut, das möchte ich nicht eigentlich gutieren oder es gut erklären. Aber was Europa sich erlaubte, dann den Russen auf den Finger zu schlagen und zu sagen, sie dürften das nicht und so weiter, das geht dann doch zu weit. Mit Russland wurden Sanktionen beschlossen, Russland wurde stark eingeschränkt im Handel nach außen und auch europäische Produzenten können nichts mehr nach Russland liefern. Nützt das jemandem was? Ich frage Sie, bringt das jemandem was? Von mir aus gesehen bringt es eine riesige Gefahr, nämlich das Volk leidet in Russland. Es bekommt wieder die Mängel zu spüren, die vorher eigentlich quasi verbessert waren nach dem Fall des absoluten Kommunismus. Und jetzt spüren sie plötzlich wieder durch diese einschneidenden Beschränkungen der EU gegenüber von der Russland, von Putin, dass jetzt wieder Mangel herrscht, Arbeitslosigkeit und ein sozialer Unzufrieden beginnt da zu gären. Und Sie können in der Geschichte nachschauen, wo Sie wollen, bis in die Antike. Wenn das Volk aufbegehrt, murrt, unzufrieden ist, umstürzerische Gedanken hat gegen die eine Regierung, dann wird immer oder war bis jetzt immer so eigentlich der Feind im Außen gesehen, im Außen gesucht und dann ging es nach außen los, damit die eigenen Probleme nicht im Land quasi eigentlich ausgetragen werden, hat man Ventile geöffnet nach außen. Das war damals auch schon so bei Hitler-Deutschland, Ersten Weltkrieg und so weiter, können Sie schauen bis zurück, weit zurück. Was heißt das? In Russland gärt es. Und Russland wird fast dann Schwierigkeiten haben mit der Steuerung ihrer eigenen Völkermassen, die unzufrieden werden. Aber auch in der BRD, also in Deutschland, und der ganzen EU gärt es eigentlich. Die Leute sind unzufrieden, murren und merken, dass das Diktat der EU-Strategen aus Brüssel ins Absurdum führt. Stellen Sie sich mal praktisch vor, liebe Damen und Herren, dort sind 300.000 Angestellte, respektive, wie soll ich Ihnen sagen, eigentlich Staatsdiener, die dienen sollten, die aber ein gutes Gehalt haben, überdimensioniert gegenüber der Wirtschaft und zudem noch keine Steuern zahlen. Also die Maden im Speck sitzen dort und intrigieren über die Lobbys, die hinter ihren Rücken sind, eigentlich gegen die Deutsche Republik, gegen Frankreich, die Wirtschaftsmächte, einfach im Bündnis der EU. Die Engländer haben es gemerkt, dass es nicht mehr zum Aushalten ist, denn durch diese über 300.000 Leute, Staatsdiener oder Angestellte der EU, wird eigentlich ein normales Leben in jeder Demokratie nicht mehr möglich sein. Es wird zu kompliziert, zu komplex. Keiner weiß mehr richtig, welches Recht denn gilt. Auf jeden Fall das, was vorher selbstverständlich war und demokratisch gesteuert, ist dann plötzlich nicht mehr möglich. Und da beginnen auch die Gefahren in der EU. Die Unzufriedenheiten nehmen zu. Und wo Unzufriedenheit herrscht, gibt es auch Ablehnung gegen die Regierung und dann kontraproduktive Kräfte und Mächte. Auch da das Gleiche wie in der russischen Bevölkerung.
Eines muss ich sagen, ich habe eigentlich als Schweizer eine vielleicht andere Betrachtungsweise von Russland als ihr als deutsche Bevölkerung oder französische Bevölkerung oder vielleicht die anderen europäischen Länder dazu genommen. Wir von der Geschichte erkennen, dass Russland uns zweimal namentlich enorm geholfen hat. Das erste Mal bei einer riesigen Hungersnot in der Schweiz, wenn ein großer Teil der Menschen praktisch verhungert sind oder schon waren, hat der Zar, ich weiß nicht mehr welcher, große Lieferungen von Korn und Weizen eigentlich weggeschickt zu uns in die Schweiz. Und somit konnte ein größerer Teil von gewissen Gebieten gerettet werden und durften so überleben. Das zweite Mal war, als die Schweiz besetzt war von Frankreich, von den Truppen Napoleons und unter diesem Joch nicht glücklich war. Wie jede besetzte Nation wahrscheinlich keine Freude an dem Besetzer hat. Der kam uns zu Hilfe, praktisch uneigennütz. In den schwierigsten Monaten des Jahres im Winter kamen die Heere von Osten her und Südosten über die schlimmsten Pässe. Die Hälfte gingen fast drauf. Es waren russische Heere, die uns zu Hilfe kamen, um die Franzosen aus der Schweiz zu vertreiben. Aber auch unsere Nachbarn, das Alpenland Österreich, kam zu Hilfe. Das Kaiserreich half der Schweiz, die Freiheit überhaupt zu bekommen. Es würde heute ganz anders aussehen, wenn Napoleon längere Zeit geherrscht hätte. Da wäre wahrscheinlich die halbe europäische Kontinentplatte praktisch französisch. Wer weiß. Aber ich von mir aus gesehen schätze eigentlich das russische Volk, obwohl ich es persönlich nicht kenne. Aber ich weiß, es sind Menschen wie Sie und ich. Alles sind Menschen mit Gefühlen und haben viele verletzte Gefühle in sich mitbekommen. Auch die Generation, die jetzt lebt, die praktisch keinen Krieg hatte nach Westen oder vom Westen her. Aber vergessen Sie bitte nicht, es sind die gleichen Menschen, die damals schon in Russland lebten, die von Napoleon erniedrigt wurden, wahrscheinlich von anderen Völkern auch, aber erst recht von Nazi-Deutschland, kamen viele Millionen ums Leben. Und es ist natürlich in ihnen drin eine Urangst auch gegen den Westen. Warum soll der Westen Angst haben vor Russland? Russland hat uns noch nie angegriffen. Es war damals im Zweiten Weltkrieg nur das Vakuum, als die Russen nachstießen, um Nazi-Deutschland, das alte Hitler-Deutschland, zu beseitigen. Also, liebe Damen und Herren, überlegen Sie selber, was Sie denken. Aber ich würde Ihnen anraten, diese dunklen Wolken, die sich da aufziehen, zu schwächen durch Ihre Gedanken und den Glauben an den Frieden und an das normale Leben zwischen Völkern. Deutschland sollte nun die Hände ausstrecken nach Russland und die ausgestreckte Hand von diesem jetzigen Präsidenten Putin aufnehmen, wie er das am Deutschen Bundestag offeriert hatte. Aber es ist nichts passiert. Nein, Russland bekam Beschränkung über Beschränkung, diktiert praktisch von der USA. Passen Sie auf, was da passiert. Die NATO macht ein Manöver in ihren Staaten im Osten, die nun zur EU gehören, und umstellt sozusagen das große Russland, stellt ihnen Langstreckenwaffen und gefährlichste Heere direkt vor die Grenze. Natürlich ist es gegenseitig ein Machtspiel, wie so Hahnenkämpfe. Da macht die NATO Manöver, dann machen die Russen wieder Manöver. Und da darf man die russische Armee dann nicht unterschätzen, liebe Damen und Herren. Die haben heute Waffen, die sie nicht zeigen. Die sind effizienter als alles, das im Westen existiert. Und wie schon die Prophezeiungen von vielen eigentlich schon vor 70, 80 Jahren gezeigt haben, besteht nun in den nächsten anderthalb Jahren die große Gefahr, dass Russland losschlagen könnte. Was für Ereignisse es noch braucht, um Zutaten, um die Explosivität der Politik so anzuheizen, weiß ich nicht. Aber bitte tragen Sie bei, indem Sie helfen durch Ihre Liebe, durch Gebete, Negativität dazwischen herauszufiltern, herauszunehmen. Im Beitrag sende ich Ihnen oder zeige ich Ihnen Bilder.
wie so negative Energien aussehen, die ich als Hellsichtiger sehen und erkennen kann, nicht nur dort im Fernsehen von Russland, sondern ebenso auch hier, ob es in Deutschland ist, Frankreich oder generell in einem der verschiedensten europäischen Staaten. Die Dunkelheit nimmt zu. Es sind wie Schleier, schwarze Wolken, denn die Menschen denken nicht mehr positiv, sondern haben auch Angst. Angst ist der schlechteste Ratgeber für jeden Mensch auf der Welt, sollten wir nicht kultivieren oder vermehrt aktivieren, sondern den Glauben haben, dass eigentlich die anderen das auch so möchten. Friede, Freude und natürlich Glück und Wohlstand. Jedes Volk hat die Möglichkeit, Wohlstand zu haben, ohne dass es einem anderen etwas wegnehmen muss. Viele haben im Land Naturschätze, Erdöl, Gas oder Erze, und das andere hat das andere. Oder Kulturgüter oder, wie soll ich sagen, Nahrungsmittel. Der Austausch ist heute möglicher, als viel besser organisierbar als früher, vor den Kriegen oder in der Urzeit. Eines ist sicher, passen Sie auf, dass wir eigentlich nicht die Verlierer werden und China mit dem roten, dämonischen Drachen die lachenden Dritten sind. Denn jetzt sind schon viel zu viele Güter, kommen von dort her. Geiz ist geil, Geiz ist das Beste, billig ist besser als das Gute. So vergessen viele in den westlichen Nationen ihre Wertqualität, ihre Werke ihrer Hände und kaufen einfach das Billigste ein, was es gibt, aber überlegen sich nicht, dass dadurch alle Arbeitsplätze geschwächt werden und viele sogar einfach verschwinden. Dann kann die deutsche Nation oder die französische oder die anderen Staaten dann schauen, wo sie dann die Hartz-Zahlungen oder die Sozialversicherungsgelder herkriegt, wenn der große Teil oder der größte Teil der Industrie dann nach China oder irgendwo verschwindet oder die Einnahmen nicht mehr da sind aus Wirtschaftszweigen. Eine Wirtschaft muss blühen, muss funktionieren und man sollte sozusagen auch eigene Produkte verwenden, ihre Qualität schätzen, die sind oft besser als anderes, importiertes, das aber nur die Hälfte kostet. Dort fängt es bereits an. Wenn ich die Werte meiner Hände nicht mehr schätze, ja, wie soll ich dann überleben können? Da geht ja die Rechnung irgendwann nicht mehr auf. Das ist ein Teil des Wirtschaftsräderwerkes. Wenn das nicht mehr geschmiert läuft, gibt es logischerweise mehr Unfrieden, als eigentlich, wenn alle Arbeit haben, alle Arbeit bekommen oder mindestens daraus leben können, recht, mehr recht und besser als schlecht. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das russische Volk hatte schon mal diese Unkultur des Mangels. Und jetzt lernen sie es wieder kennen, jetzt lernen sie es wiederum kennen, über eine andere Art und Weise und sind enttäuscht. Und das muss man verstehen lernen. Ein Volk, das hungert, leidet, ist gefährlich oder wird gefährlich. Und darum, liebe Damen und Herren, betet bitte für euch, eure Seele, und löscht bei diesen Politikern, die zu Tausenden von Lobbyisten gesteuert, manipuliert oder sogar in die Irre geführt werden, dass die befreit werden von dunklen Wesen, von dunklen Dämonen, und diese Dämonen ihre Kraft und Einflüsse verlieren. Ich lege Ihnen das ans Herz, denn jeder von uns hat Kinder, Enkel oder ist daran, vielleicht Kinder zu bekommen. Denken Sie an die Zukunft von Ihnen und den Ihren. Glauben Sie bitte an eine blühende Zukunft, an etwas Schönes, aber ohne Kriege, ohne diese Missverständnisse. Helfen wir mit, dass der Mensch wieder demokratisch denkt, lenkt und dem anderen alles gönnt, was er selber wünscht. Das ist das Ziel. Löschen Sie Neid, Missgunst oder Verachtung gegen andere Völker, vor allem diejenigen, die auf dem Festplatte von Europa installiert sind. Ich rede jetzt nur von denen.
Und somit gibt es ein besseres Verständnis. Ich hoffe auf dieses bessere Verständnis und ich glaube daran, dass es geht. Es hat inzwischen auch funktioniert, warum soll es für die Zukunft nicht mehr funktionieren? Auch wenn die EU auseinanderdriftet oder nicht mehr eigentlich funktioniert in dieser Form, gibt es immer wieder neue Formen zusammenzuleben oder neu zu sich zu kommen oder untereinander gut auszukommen. Es ist eigentlich grundsätzlich nicht möglich, dass jede Nation, die jetzt in der EU angeschlossen ist, genau gleich tickt wie der andere am anderen Ende, denn das sind viele Erlebnisse der Seelen aus früheren Zeiten noch drin. Ablehnung, Missverständnisse oder vielleicht sogar Verachtung. Lernen wir, aufeinander zuzugehen? Die EU, eigentlich grundsätzlich als Kern oder Grundgedanke, ist großartig. Wir sollten so weit gehen, dass Russland dazugehört. Nicht nur Deutschland sollte auf Russland zugehen, sondern alle Staaten sollten sich öffnen. Denn da lebt eine große Gefahr oder existiert eine große Gefahr, wenn wir es nicht verstehen, so bald als möglich zu öffnen, Sanktionen zu lösen und eigentlich auch den Ostvölkern ihr eigenes Leben gestatten zu leben, wie sie wollen, was vielleicht nicht alles bestens läuft dort in der Politik, das möchte ich nicht gutheißen, aber was ist denn im Westen schon gut? Da ist auch vieles im Argen, es wird nur nicht so offen ausgetragen. In diesem Sinn und Geist, liebe Damen und Herren, glauben Sie, es ist möglich, durch ein Kollektivbewusstsein der Liebe, Nächstenliebe, solche kriegstreiberischen, dämonischen Gedanken und Konstrukte zu zerstören, die genau dazwischen sind und sich aufgeilen am Leiden der Menschen, speziell der vielen Völker, die dadurch zugrunde gingen, wenn so ein Angriff verfolgt. Ich möchte es meinen Kindern nicht gönnen, auch wenn ich als Schweizer dort ein bisschen abseits stehe, gehören wir trotzdem mittendrin dazu. Ich spüre das Leid in Deutschland, ich spüre die Ängste und ich höre sie von den Leuten. Aber wissen Sie, Deutschland hat ein schweres Karma auf sich, denn was da passiert ist im Zweiten Weltkrieg, das ist geistig gesehen noch nicht gelöst, also noch gar nicht ausgeglichen oder gelöscht. Denn ein Volk überfallen im Osten und da später sagen, es geht mir nichts an, ich war nicht dabei, das ist salopp. Wer weiß denn von diesen heutigen Naseweisen, die sagen, es geht mir nichts an, ob sie genau dabei waren, verführte Hitlerjugend oder sogar leitende Persönlichkeit der damaligen kriegsführenden oder treibenden Kraft dieses Dämonen, dieses Hitlers. Was der gemacht hat, das wissen viele nicht oder wollen es gar nicht sehen. Ganz klar, man sollte das Böse nicht kultivieren und noch lange dranhängen, aber trotzdem denken Sie dran, liebe Damen und Herren, mitgegangen ist mitgefangen. Es gibt ein Völkerkarma und es gibt ein kontinentales Karma. Und das werden Sie früher oder später kennenlernen oder bemerken. Wir gehören zusammen. Und je mehr, dass wir modern denken, fühlen und handeln können, umso mehr sollten wir zusammenkommen, als auseinanderzudriften. Ich danke für euer Zuhören, für euer Mitfühlen, Mitbeten, mit aller Liebe zum reinsten Gott, dass er da hilft, das Dunkle zu löschen, dort, wo es passiert, dort, wo es manipuliert und die Kräfte und schamlos ausnützt, Menschen aufeinander loszuhetzen. Niemand hat einen großen Gewinn in Europa von so einem Krieg. Der Gewinn liegt dann in Amerika. Glauben Sie mir, da werden ja dann Waffen verkauft und Schulden entstehen in Europa. Ich meine, das ist ein logischer Ablauf, der nicht mehr stattfinden darf. Wachen Sie auf und hören Sie, was gesagt wird und denken Sie bitte kritisch, was gesagt wird. Vieles, was da geplaudert wird, von Politikern im Westen und Osten, ist überhaupt nicht die Wahrheit. Wenn man die Leute schon anschaut, sieht man aus den Augen, dass sie Echsen sind oder dämonisierte Wesen, die eigentlich nur Marionetten sind
oder manipulierte, fremdgesteuert oder besessene von dunklen Mächten. Helfen Sie, dass diese Besessenen das Licht ihrer Seele zurückkommen und merken, was sie da tun. Beten Sie für diese Politiker, für diese Verführten, diese Volksverhetzer. Und glauben Sie mir auch, es gibt Menschen, die sagen die Wahrheit, warnen und werden ausgelacht. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass denen das Lachen im Hals stecken bleibt eines Tages. Wenn Sie sehen, dass die doch recht hatten, wir müssen anfangen, jetzt dagegen zu wirken, gegen diese Kräfte, die nicht nur im Osten beginnen zu gären, sondern auch bei uns im Westen, in Europa. Und wir als Schweizer sind mittendrin. Auch wir werden angehalten sein, mitzumachen, mitzudenken, mitzufühlen mit euch, ihr Lieben, in der EU. Ich persönlich bin kein Befürworter von der EU, aber ich sehe auch Vorteile damit. Und somit seid gegrüßt und ich danke euch für das Zuhören. Ihr Anton Steger.